Abo da und Appetit, Glocke und Tag des Neues. Ja, hallo Leute, hier ist euer Küstern. Herzlich willkommen in Live. Leute, ich habe schlechte Nachrichten. Diesmal in Karstadt. Karstadt wird seit Juni pleite. Ja. Und das ist traurig. Der Präsident von USA, nennen wir Präsident, hat beschlossen, dass Kraftwerk zu machen. Der fällt nicht, der ist so komisch, immer noch. Und das hat mittig, ja, warum, ich weiß auch nicht, warum. Das ist das Problem. Der Präsident von USA hat gesagt, fällt mir nicht, der komisch und das wird Konferenzsuter. Und Geld schuldet. Genau. Und das habe ich gehört, ja, warum die Firma von Kastrat hat letztes Jahr immer Fehler gemacht. Warum? Wisst ihr nicht. Und das will ich euch mitteilen. Wichtig hat es mitgekriegt, der Präsident USA hat gesagt, Kastrat fällt mir nicht. Warum? Was auch nicht. Und dann habe ich gehört, dass Firma hört, mein Mann. Und da Kraftwerk, warum das? Und dann sitzt. Und dann ist rund ein Problem. Dornauge, der Präsident. Und das wählt die Kaffee, wo ist. Und jetzt will ich so machen. 1800 Mitarbeiter. Rossmann. Ja, Katastrophe. Und das Kraftwerk Firma pleite ist. Und das will ich sagen euch. Ich habe das mitgekriegt, ja, okay, warum das tolle Uhr wegen. Früher war eine Spielfirma drin, Spiele für Kinder. Und dann, weil der Kassel nicht hin. Auseinander. Und das passiert. Ja, Kassel pleite. Bam. Noch ein Jahr und dann weg. Und das lebenslang Kaffee. Und jetzt ein paar Leute traurig. Ja, so ist es. Früher war ein Kaffee Supermarkt drin. Und jetzt die Firma. Boote Verkauf, mit man jetzt in der Titel. Ja, das ist ein Schock des Lebens. So, jetzt war's wieder. Das war's heute, euer Kipstern. Ich gebe euch weiter, was ein neuer Teil von Kastrat hört und Eva. So, das war's. Euer Kipstern.